Kaktus, Bell Pepper. Also in den Kommentaren wurden mehrere Sachen gesagt. Cabbage zum Beispiel war da auch mit drunter. Aber die gehören alle zum Hangar Overhaul. Das heißt, es dürfte eigentlich wieder nicht funktionieren. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich probiere es jetzt auch mal mit denen hier. Das sind jetzt Zucchini Seeds. Stopp. Gucken, ob wir im System Zucchini Seeds haben. Zu. Zucchini Seeds. Keine im System. Okay, wir bauen jetzt Zucchinis an. Warten ein paar Folgen und gucken. So. Wie war das eigentlich mit den Turnips? Da kamen auch nur die großen bei raus, oder? Turnips, ja, ganz viele. Und es gab keine Möglichkeit. Oh. Es gab doch eine Möglichkeit daraus, die normalen zu machen. Werden abgebaut. Werden angebaut. Wo war denn da der Haken? Achso, wir konnten aus Turnips kein Öl machen. Das sollten wir jetzt testen mit den Zucchinis. Ja, sehr schön. Alle mal raus. Hör auf, die zu exportieren. So. Auch aus Zucchinis können wir kein Öl gewinnen. Das heißt, das können wir auch knicken. So, was haben wir hier? Coffee, Mustard, Cranberries, alles Hangar Overhaul. Und das, was nicht Hangar Overhaul ist, sind Bäume. Brokkoli wird auch nicht klappen. Ich nehme die trotzdem mal mit und guck. Eventuell hat das in meiner Version zu tun, was denn echt doof wäre. Du, da. Nö, 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 nö. Alles nicht. Nix wird gesqueezed. Hast aber schon Strom, ne? Ja, da unten ist das Ding voll beladen mit Energie. Das heißt, die ganze Farm ist momentan sinnlos. Sollten wir lieber wieder auf Wheat umsteigen und wenigstens ein bisschen was produziert wird. Seed. Exotic Seed. Gucken wir mal. Oh, da ist gerade ein Ei runtergeflogen. Exotic Seeds geht auch nicht. No Recipe. Attach an Engine. Wie jetzt? Wir haben doch eine Engine drunter. Genau wie hier auch. 399 von 400 MJ sind drin. Ja, das funktioniert. Das ist alles kein Problem. Also Exotic Seeds funktionieren auch nicht. Was kommt da eigentlich raus, wenn ich das anbaue? Nix. Kann ich nicht anbauen. Okay. Alles doof, doof, doof. Barley Seeds, die sehen anders aus. Die könnten funktionieren. Cotton nehme ich auch mal mit. White Mushroom. Melonsamen werden genauso viel bringen wie die anderen auch. Seed. Sunflower. Oh, nehmen wir auch mit. Vor allem das wäre genau etwas, woraus wir ja auch in Real Life recht viel Öl gewinnen. Das kommt jetzt alles mal mit. Rubber Tree 9. Und warte mal, das hier war gerade Ex Nihilo. Und jetzt wieder Hangar. Hangar, 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 Hangar. Nee. Okay. Also die Sachen, die ich jetzt dabei habe, probieren wir einmal kurz aus. Und sonst, muss ich gucken. Sunflower Seeds will er nicht. Cotton Seeds nimmt er. Okay, was mit Barley? Barley nimmt er auch. Saguaro nimmt er nicht. Okay, also Barley und Cotton Seeds. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vor allem Cotton Seeds ist ein... Hallo, Zombie. Cotton Seeds ist ein guter...
ein guter Werkstoff, weil daraus können wir im Notfall auch String machen. Da haben wir nämlich keine Möglichkeit, das herzustellen, soweit ich das weiß momentan. Also von den Spinnen, ja. Na gut, ich hätte gerne Bohrmehl. Bohrmehl, Bohrmehl, Bohrmehl. So. Tim, 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 tim. Zack, 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 zack. Ah, kommt richtig viel bei raus. Sehr schön. Lal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 
Da kamen aber nur die anderen Sachen bei raus, die Hangar-Overhaul-Sachen, die kein Öl bringen. Au. Oh. Ja, mehrere von euch werden jetzt seit 20 Minuten den Bildschirm angeschrien haben. Gucken wir doch einfach mal nach Seed Oil. Was Seed Oil bringt. Scheint echt nicht viel zu sein. Das sind alles Bäume. Bäume bringen uns nichts. So, Samen. Samen gehen, Pumpkin-Samen gehen, Melonsamen gehen, Cotton-Samen gehen, Barley-Samen gehen. Und das war's. Was? Chestnut geht. Ah. 0,01. 0,01, 0,01, 0,01. 0,2. Nut Dew von Bienen. Bräuchten wir... Also wir brauchen jetzt Bienen, um mit der Bienenzucht anfangen zu können. Das ist doof. Aber ja, wie ihr sehen konntet, die von euch vorgeschlagenen Rezepte, es gab schon öfters, ne? Rezepte, die ich noch nehmen sollte, dass sie möglichst effektiv sind, die gibt es in meiner Version gar nicht. Was eigentlich noch ein Grund mehr dafür wäre, dass ich meine Version mal update. Was dagegen spricht, ist halt die Sicherheit. Und ja, manche sagen jetzt, man kann ja von allem Backup machen und das ist doch gar nicht so schwer und so weiter. Das ist vollkommen richtig. Wenn man privat spielt, ist es doch absolut kein Problem. Das Problem ist nur, wenn ich das mache und dann irgendwas schief läuft, dann habe ich schon 10, 20 Folgen aufgenommen, die dann weg sind. Das ist dann nicht so schön. Vor allem, weil ich dann nicht mehr weiß, was ich vorher gesagt habe und so weiter und so weiter. Das ist ein ganz schöner Hack-Mack. Das ist der eine Grund, der dagegen spricht. Und der andere, ich weiß nicht, ob mir alle Änderungen gefallen. Zum Beispiel habe ich gehört, dass man jetzt gezwungen wird, bestimmte Mods zu benutzen. Und zwar Mods, die ich zum Beispiel auch gar nicht so sehr mag, nämlich die magiebasierenden Mods. Also Lederproduktion geht zum Beispiel nur noch, wenn ich es richtig verstanden habe, über Blood Magic. Und das wäre doof. Aber da informiere ich mich mal ein bisschen. Also das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo meine Version der Grund ist, dass wir nicht ordentlich weitermachen können. Oder ich nicht mehr so spielen kann, wie ihr das bei euch zu Hause könnt. Und das ist dann doof, weil eigentlich hätte ich schon ganz gerne, dass man das quasi zusammen spielen kann. Also ich spiele hier und gebe euch halt Ideen, wie ihr spielen könnt und andersrum. Und wenn die Versionen so unterschiedlich sind, scheint das wohl nicht so gut zu laufen. Ja. Okay, das heißt, ich werde mich jetzt schlau machen. Werde Backups machen ohne Ende. Und hoffe dann einfach, dass nichts schief läuft und ich 20 Folgen umsonst aufnehme. Also falls jetzt 2 Wochen lang keine Minecraft-Folgen kommen, dann wisst ihr, dass ich 2 Wochen lang Minecraft-Folgen aufgenommen habe, aber sie nicht hochladen kann, weil da drin Inhalt ist, der nicht wirklich existent ist, weil ich ein Backup benutzen musste und das dann weg ist. Das war jetzt noch verwirrender als die Karotten- und Kartoffelgeschichte. Ja, also, ne? Das kriegen wir schon hin. Wir essen jetzt erstmal... Hier drüben läuft das. Okay. Ja, ich würde mal sagen, Zeit für einen Cut. Und wenn wir vom Cut wiederkommen, bin ich eventuell auf der neuesten Version. Ja. Das ist ein sehr mulmiges Gefühl. Wir haben doch recht viel Zeit hier reingesteckt. Das wäre echt ultra schade, wenn da jetzt irgendwas schief laufen würde. Und hier sind viel zu viele Xe. Die muss ich noch kurz wegmachen. X. Wozu sind die hier gewesen? Das war, glaube ich, nur eine Stehhilfe, oder? Das kann weg. Weg, 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 weg. Hier durch. Wir haben keine Steine dabei. Du. Da. Da kommen die ganzen Gegner immer wieder her. Noch irgendwo X? Ich habe hier irgendwo vorhin einen Zombie gesehen. Nee, nee, nee. Jetpack, okay. Okay. So, genug Zeit geschindet. Wir sehen uns dann gleich wieder in der hoffentlich aktuellsten Version. Ohne Probleme. Und so. Bis gleich.